when I'm meditating, while I'm waiting to be fading into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to be. This world is only what you want. Hi Leute, also das hier ist ein Thema, das wollte ich eigentlich schon lange mal mit euch durchsprechen, weil das ist nämlich eine Sache, die, sag ich mal, mit mir jetzt auch schon seit 2 Jahren geschieht, immer wieder, und die viele Leute schon erlebt haben, auf die eine oder andere Art und Weise. Manchmal denkt man sich nur, habe ich irgendwas falsch wahrgenommen oder ignoriert das einfach? Und dann gibt es natürlich auch Momente, wo man sich halt auch schon fragt, ob man noch ganz dicht im Kopf ist und so weiter. Ich weiß, ich bin vollkommen verrückt und das bin ich auch gerne, aber abgesehen davon, habe ich trotzdem eine Wahrnehmung, und auch meine Wahrnehmung ist nicht zu 100% falsch, sondern eher zu 90% richtig. So, und das überprüfe ich auch immer wieder, indem ich immer wieder frage, sag mal, hast du das auch wahrgenommen, hast du dies auch wahrgenommen? Und also es geht halt auch schon so weit, dass Freunde, die bei mir sind, das auch schon mitbekommen haben, dass da eben was von außen kommt. Und man kann es halt nicht genau sagen, weil man hört es halt nicht genau. Aber es gibt halt mittlerweile eben dieses Gangstalking, das halt gerade von den Geheimdiensten betrieben wird. Ich hatte das schon mal in einem früheren Video erwähnt. Man nennt es auch Zermürbung. Das KGB war, also der KGB war das, der erste Geheimdienst, der das angewendet hat. Aber das CIA und auch andere Geheimdienste haben das dann übernommen. Und mittlerweile sind diese Techniken halt schon sehr, sehr viel weiterentwickelt. Dazu gibt es halt noch ein detailliertes Video, in dem diese ganzen Techniken erklärt und beschrieben werden auf Englisch. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn es euch interessiert, zieht es euch rein. Ich tue es in die Beschreibung. Ja. Also das geht halt so weit, dass zum Beispiel bei mir hier auf dem Parkplatz dann Leute rumlungern, die mir dann irgendwie Druck machen wollen. Ich sehe die auch mittlerweile, also ich weiß zum Beispiel, welche Autos von denen, wie, also nicht hier aus der Gegend sind. Ich meine, ich kenne das ja hier ein bisschen auch, und ich weiß auch, wer passt hier rein und wer nicht. Und ich habe eh eine etwas erweiterte Wahrnehmung, das heißt, ich merke das auch, wenn da jemand bösartig ist. Und wenn da jemand nicht so bösartig ist oder freundlich gesinnt ist, dann merke ich das auch und ich kann das sehr gut unterscheiden. So. Und also es geht halt so weit, dass sie zum einen halt wirklich mit einer ganzen Gang einen stalken. Das geht auch so weit, dass sie die Nachbarn zum Beispiel gegen dich aufhetzen. Die wollen, das ist das eine, die wollen, dass du aus der Gesellschaft rausfällst, dass niemand mehr dich leiden kann, machen Negativpropaganda, verbreiten Lügen über dich, lästern extrem über dich, über alles, was du machst. Ja, sobald du einen Fehler machst und irgendwo aufgefallen bist, wird das sofort gegen dich verwendet, auf die härteste Art und Weise. Und du sollst halt in der Gesellschaft wirklich so fallen, dass du überhaupt keine Chance mehr hast und niemand mehr dir hilft. Das ist so das eine. Und das andere ist, also es geht mir mittlerweile aber am Arsch vorbei, weil es ja denen ihr Problem, ja, wenn ich Hartz-IV-Empfänger bin, müssen die für mich bezahlen, also her mit der Kohle, ich brauche nichts zu machen, ja. Aber so, ich bewerbe mich trotzdem, ich bin trotzdem selbstbewusst, wenn die mich halt alle nicht wollen, das ist nicht mein Problem. Ja, ich kann arbeiten, wenn die nicht wollen, dass ich hier arbeite, ist doch gut. Ja, dann ist es vielleicht auch nicht so wichtig, vielleicht ist meine Arbeit oder meine Hilfe dann auch gar nicht nötig. Kann man ja auch mal so sehen. Ich bin ja nicht faul. So. So. Aber sie wollen natürlich einen auch müde machen, zum Beispiel mit gewissen Schwingen. Die können einen aggressiv machen mit gewissen Schwingen. Die können einen müde machen und so weiter. Es geht auch über Smartphones. Habe ich auch schon mittlerweile mitbekommen. Also zum Beispiel, wenn ich mein 3G an hatte mal, habe ich mal angelassen. Normalerweise mache ich das immer aus. Dass es einen dann agitiert oder aggressiv macht. Manchmal beschießen die einen auch elektromagnetisch, auch so, dass man teilweise Aussetzer hat, dass man nicht mehr weiß, was man gerade machen wollte und so weiter. Denkt man schon, man hat Alzheimer, man hat aber keinen Alzheimer, sondern es ist tatsächlich so, dass sie einfach einem das Gehirn zerschießen. Zum Glück kann der Körper sich halt selbst regenerieren. Aber es ist halt ein Gesamtpaket, was die da machen. Das machen die auch mit allen, großflächig, aber auch noch im kleinen Einzelnen, damit es halt nicht so auffällt. Ne? Und halt tarntäuschen und verpissen ist sowieso die oberste
kriege. Also ich weiß auch, dass eben Satanisten so eine oberste Regel haben, dass sie als Satanisten niemals auffallen dürfen, weil sie immer so tun müssen, als wären sie ganz normal. Ja? Das heißt, du wirst niemanden finden, der sagt, ich bin Satanist und stolz drauf. Und wenn das jemand sagt, dann ist er kein richtiger Satanist, sondern dann ist das einer, der diesen Modesatanismus quasi, sage ich mal, also das ist ähnlich wie Gothic oder Mettler und sowas. Das ist aber kein richtiger Satanismus. Der richtige Satanismus ist der getarnte, versteckte Satanismus, der überall alles unterwandert hat. Ja? Die katholische Kirche ist ein satanistischer Verein. Ja, das muss man sich erstmal reinziehen. Ja, das ist so in your face. Du hast überhaupt gar nicht. Du denkst eigentlich so, das kann ja überhaupt nicht sein. Nein, das muss ja so und so sein. Die sagen doch alle, das ist so. Ja, aber nur weil hier jetzt ein grünes Cover drauf ist, heißt das noch lange nicht, dass Apple iPhones mit grünem Cover herstellt. Ja, zum Beispiel. Ja, nur damit ihr das mal. Ja, oder nur weil eine Pflanze hübsch aussieht, kann es trotzdem sein, dass die giftig ist. Ja. Nur mal überlegen. So. Ab und zu mal ein bisschen sich Gedanken machen, dass es vielleicht noch mehr geben könnte als das, was man jetzt offensichtlich erkennt bisher. Ja? Also es geht halt so weit, dass sie zum Beispiel haben sie seit letztem Jahrzehnt schon Nanoroboter. Mittlerweile sind die so weit entwickelt, dass die kleine RFID-Chips haben auf Nano-Ebene, die auch im Prinzip durch den Körper den Strom sich dann holen im Prinzip, also um eben zu senden. Die können deinen gesamten Körper überwachen, die wissen mehr über dich als du selbst und auch dein Betriebssystem, dein Computer, selbst Linux ist so gerickt mittlerweile, dass du einfach nur noch die Oberfläche siehst und die sitzen auf der anderen Seite. Wenn die wissen wollen, was du machst, wissen die das. Du hast keine Chance. Aber, doch, du hast eine Chance. Und zwar, indem du für dich selber nicht in Angst lebst, sondern indem du denen keinen Fuck gibst. Und das ist halt das Motto. Ich gebe halt einen Fuck darauf, was sie machen. Aber ich informiere alle Menschen darüber, was sie tun, sodass man sie ganz klar identifizieren kann, sodass wir dann vielleicht irgendwann mal Hand in Hand oder Arm in Arm eingehakt da stehen als eine Kette und die stehen da und versuchen uns verzweifelt zu beobachten. Was nützt das? Ja, aber was die natürlich wollen, ist, dass die Menschen untereinander alle so sind, ja, alle gegeneinander, damit natürlich alles kontrollierbar bleibt. Und weil nur wenn manche Menschen halt einen Hass auf andere haben, können sie die dann wieder zu sich ranziehen und sagen, hey, guck mal, du magst den doch nicht. Willst du nicht auch denen vielleicht einen reinwürgen oder willst du nicht dafür sorgen? Oder willst du nicht irgendwie versuchen, dass es dem schlecht geht oder dass der da irgendwie weggeht oder was auch immer, ja, willst du nicht wegmachen? Und wenn ich vielleicht einen Plan aushacken, wie wir den umbringen können oder so eine Scheiße. Also ist egal, ja. Je nachdem, die wissen schon, wem sie was sagen können und die gehen da auch ganz bewusst dann hin. Die haben ihre eigenen Psychologen, die haben perfekte Ausbildung, die wissen genau, was sie wem mitteilen und wie sie jeden ansprechen, weil die vorher auch genaue Profile über das Internet und so weiter über die Leute erstellen und dadurch haben die meistens auch eine ziemlich genaue Art und Weise damit umzugehen. Wer da sich noch nicht so ganz drüber klar ist, wie sowas funktioniert, der könnte sich ja zum Beispiel mal die Serie Mr. Robot angucken. Ist leider auch in Englisch, aber wie gesagt, das ist dann auch, wobei Vorsicht, auch wieder amerikanischer Kopfweg. Ja, ja, also die Nanoroboter werden zum Beispiel oder Nanopartikel werden durch die Luft mittlerweile eingeatmet, ne? Also über Chemtrails im Prinzip. Ne? Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, warum das Aluminiumwolken sind und Strontium und was weiß ich, das sind wahrscheinlich zum Teil die Bauteile der Nanopods, die ihr dann findet, ihr lieben Forscher, weil ihr eben keine Elektronenmikroskope habt, um die einzelnen Bots vielleicht zu sehen. Ne? So. Oder was sie eben auch können mittlerweile, da gibt es auch Videos zu. Wie gesagt, das eine Video poste ich unten, da ist auch ein Beweisvideo drin. Man kann da natürlich auch selber nachforschen. Voice to Skull, das heißt, sie gehen wirklich durch die Wände direkt in deinen Kopf mit bestimmten Wellen, die dann deine Schädeldecke in Vibration bringen. Und es hört sich für dich so an, als würde jemand direkt in deinem Kopf
sprechen. Das heißt, es ist im Prinzip so wie Telepathie, nur eben nicht, dass es telepathisch ist. Es gibt Telepathie auch, ist aber noch eine ganz andere Geschichte. So, und das heißt, die lassen sich Sachen hören, die zum Beispiel schicken die dir ein Brummen in den Kopf, sie brummen einem sozusagen was auf, könnte man auch sagen. Ja, und so wahrscheinlich ist auch dieser Ausdruck deswegen nicht gerade neu, weil das gibt schon lange, dass sie einem was aufbrummen, versuchen etwas einem aufzubrummen. Ne? So ist das. Und ich weiß es auch genau. Und ich weiß auch genau, dass sie das machen wollen und jeden Tag verzweifelt versuchen, mit all ihrer Macht, auch nachts, permanent mich zu zermürben. Aber ich mache nur noch den. Es ist mir auch egal. Ja? So. Dann mache ich halt zur Not nochmal eine Lesestunde oder so. Ja, also es gibt Energiewaffen zum Beispiel auch. Es gibt, es gibt halt dieses, dass die auch durch Wände durch dich abhören können. Natürlich geht das auch direkt über den Computer mittlerweile meistens. Und sie können halt viel mehr als, sage ich mal, die meisten Menschen akzeptieren würden, so vom Alltag. Oder die meisten tun das immer so ab, Quatsch, und mit mir doch nicht, und die machen das doch nicht, und hier doch nicht, und nein, du bist bestimmt nur verrückt, du musst nur in die Klinik oder so. So, jetzt ist es aber so, dass wenn man sich damit beschäftigt, über eine Zeit lang, und sich nicht mit Medikamenten zuballern lässt, wenn man nicht panisch in irgendeine Klinik rennt und sagt, oh, Doktor, ich höre eine Stimme, jetzt muss ich unbedingt ein Medikament nehmen, dass sich da auch was ändert, ja, weil man nämlich mit der Zeit einfach mitbekommt, was das ist, weil diese Stimmen, die mit einem dort sprechen, zum Beispiel die ganze Zeit nur lügen, die ganze Zeit einen versuchen, irgendwie abzufacken oder zu nerven oder zu ärgern oder einen niederzumachen. Und das ist halt im Prinzip einfach nur ein Diss. Das ist immer wieder, das sind im Prinzip Bullies, ja. Es gibt natürlich auch nicht inkarnierte Seelen, also Menschen, die nach ihrem körperlichen Tod noch nicht losgelassen haben und auch an dir dranhängen, aber die arbeiten halt alle zusammen im Prinzip, mehr oder weniger, ja. Die einen auf der physischen Ebene und die anderen eben auf der geistigen Ebene. Und sorgen eben weiterhin dafür, dass wir weiterhin in dieser geistigen Gefangenschaft bleiben. Ja, also das auch zum Thema New Age Schwachsinn. Die Leute werden auch durch den neuen, diesen New Age Kram total gefangen gehalten. Ja, zum Beispiel meine Stiefmutter kam gestern zu mir, ja, und kennst du nicht diesen neuen Wasserpapier, bla bla bla, mit dies und bla und Kristallen und Quarzen und bla, und der kostet aber 1.000 Millionen Euro. Und ich so, weißt du was, kostet du nicht, es geht auch für 100. Du hast den gleichen Effekt, musstest dir halt nur ein bisschen selber bauen. Habe ich auch ein Video drüber gemacht, könnt ihr ja mal gucken in meinen anderen Videos. Okay, also so viel zu dem Thema. Ich wollte euch nur sagen, die versuchen es die ganze Zeit, sie haben keinen Erfolg, sie werden keinen Erfolg haben, sie werden versuchen, den dritten Weltkrieg zu machen, aber auch das wird ihnen nichts nützen. Und haltet einfach die Ohren steif. Sie versuchen uns nur zu provozieren. Am besten, wenn ihr es schafft, geht direkt zu denen hin und sprecht sie persönlich an, wenn ihr jemanden seht, der so drauf ist. Und wenn ihr Leute habt, die euch da helfen können, dann lasst doch mal eure Leute die beobachten, um zu gucken, wer von den Menschen, die hier drum sind, euch beobachtet. Ich weiß zum Beispiel auch, dass hier drüben in dem anderen Haus einer ist, der immer mal wieder rüber guckt vom Balkon aus. Das habe ich letztens entdeckt, aber das habe ich mir auch schon gedacht. Und nicht nur da, sondern auch ganz andere Sachen, die noch gemacht. Das ist schon lustig. Also die fahren hier auch mit schwerem Gerät durch die Gegend und sowas. Das merkt man schon. Auf jeden Fall. Jedenfalls ist es auch sehr armselig. Also es zeigt eigentlich, meiner Meinung nach, zeigt es einfach nur, dass die total am Ende sind und total verzweifelt. Und nicht mehr wissen, was sie machen sollen, um ihre Lüge noch weiter mit Gewalt durchzudrücken. Aber sie machen es halt trotzdem irgendwie. So, ja. Kannst halt am Ende
irgendwann musst du halt Konsequenzen ziehen. Ne? Okay, macht's gut. Ciao.